Im heutigen Video werde ich euch coole Tricks in Fortnite zeigen. Sehr, sehr viele Tricks mit der Impulsgranate werde ich euch zeigen. Mit der Impulsgranate kann man so gut wie in jede Box kommen, wenn man manche Tricks sehr gut beherrscht. Ich werde euch aber nicht nur Impulstricks zeigen, sondern auch einen sehr, sehr krassen Rotation-Trick, wo ihr euch in Arena bzw. auch in Tournaments einfach, wenn ihr rotieren müsst, natürlich euch meterweit rotieren könnt. Und viele andere Tricks. Bleibt dran, falls ihr das nicht verpassen möchtet. Und wie immer, falls ihr noch kein Abonnent seid, einmal auf Abonnieren drücken, Klick, Glocke aktiviert, kein Video mehr verpassen und viel Spaß mit dem Video. Ich habe Angst vor Chris. Er sagt immer, da sind keine Gegner und weg mit der Fliege. Moin Leute, Chris hier, keine Gegner gesehen, wo sind die Gegner, weggemacht, wo sind die Gegner, ich habe mich gefragt, wo Gegner sind, keine Gegner gesehen. Aber wisst ihr, wie er normal wird? Einfach abonnieren und einen Keks mit Boosterfüllung essen, dann ist alles easy. Ja, ist ja gut. Du brauchst es nicht zweimal. Ich habe den Leuten schon gesagt, sie können mich abonnieren, okay? Brauchst nicht nochmal sagen, alles easy. Bleib ruhig, es ist nur ein Spiel. Ganz ruhig bleiben. Du hast, ich muss auch sagen, du hast sehr, sehr schöne Sachen an. Können wir nachher woanders regeln, ja, wenn du willst. Also ist auch alles in Ordnung. Aber die Leute wollen Impulstricks sehen. Also, jetzt reicht's auch mal, ja? So, neue Tricks, neue Impulstricks. Also heute werde ich ganz viel, sehr, sehr viele Tricks mit den Impulsgranaten zeigen. Jeder weiß, die Impulsgranaten sind eine sehr, sehr heftige Waffe. Ein sehr, sehr heftiger Gegenstand in Arena und auch in Turnieren, wenn du damit umgehen kannst. So, der erste Trick, den ich euch zeige, ist, ihr baut euch, hier ist der Gegner, ihr baut euch ganz schnell ein 1x1. Dann stellt ihr euch ein bisschen, hier ist die Mitte, ihr seht diese Linie. Ihr stellt euch ein kleines Stückchen vor die Linie. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass der Gegner nicht aufeditiert. Ansonsten klappt ihr euch weg, Jungs. Dann wirft ihr die Impuls direkt vor euch. Wartet, Pump nehmen, zack. Und dann seid ihr in deren Box drin und könnt ihn easy umbringen. So, der nächste Trick ist, ihr baut euch hoch. Also wenn ihr auf den Gegner zu pusht, ihr kommt jetzt hier so angelaufen, ganz easy. Da ist John drin. Ihr baut euch hoch, springt, baut euch ganz schnell 1x1. Baut euch eine Pyramide und dann, ihr seht, der Gegner ist hier drunter. Dann wirft ihr die Impuls hier nach oben. Bam. Und ihr seht, ich bin auch in deren Box. Der Gegner wird jetzt wild um sich zubauen, weil er denkt, ihr seid noch oben, aber ihr steht dann hinter ihm und könnt BAM machen, Alter. So, nochmal schnell. Zack, in der Box abknallen, John kaputt machen. So, der nächste Trick ist mit den Granaten. Und zwar, wenn ihr Granaten dabei habt, macht ihr hier eine Wand. Ähnlich wie mit dem Raketenwerfer-Trick von damals, der jetzt natürlich immer noch funktioniert. Holz geht direkt kaputt, deswegen hier nur eine Granate. Ihr werft die an den Rand, wartet ab. Zack, kaputt ist der Gegner. Weg mit der Fliege, Alter. Gegner soll man beseitigen, Junge. Ihr seht eine Granate, warten, abwarten und dann einfach ins Gesicht schießen mit der Fliege. Weg mit der Fliege, Gegner soll man beseitigen, Junge. Reicht jetzt wieder. So, jetzt zeige ich euch noch einen Rotation-Trick. Das heißt, wenn ihr in Arena oder so in die Zone rotieren wollt, ohne getroffen zu werden. Was baue ich hier gerade für einen Müll? Ihr baut euch zwei Kästen hoch. Und zwar so, baut hier noch eine Pyramide. Dann macht ihr hier oben, also dort in welche Richtung ihr wollt, dort macht ihr das Bounce Pad. Also sprich, ihr wollt nach da hinten. Dann macht ihr das Bounce Pad da nach oben. Dann macht ihr hier eine Treppe. Macht hier eine Treppe. Stellt euch hier ran. Steh mal auf, du Vogel. Stellt euch hier ran. Wirft die Pyramide nach hier unten. Oh, was ich machen will, ich will mal kreieren. Ich bin jetzt hier. Zack. Wirft die Pyramide. Warum sage ich immer Pyramide? Habe ich eine Pyramidenschwäche? Wirft einen Impuls hier hin. Und seht. 101 Meter. Ist schon relativ weit. Ich zeige euch mal den normalen Trick, den jeder Spieler eigentlich macht. Entweder macht der Typ den so. Markieren. Sind nur 90 Meter, muss man schon sagen, sind
10 Meter mehr, auch wenn es nur 10 Meter sind. Ist leider so. Oder ihr macht das Ganze so. Auf ganz normal. Wirft es hier hin. Ich habe vergessen zu markieren, Alter. Wie viel sind es? Sind nur 73 Meter. Ihr seht, wie weit ihr damit kommt. Ich baue mich jetzt mal richtig hoch. Einfach nur aus Interesse, wie weit man da kommen kann. So, ich habe mich jetzt... Ja, ich habe mich ein bisschen hochgebaut. Ein bisschen habe ich mich hochgebaut. Markierung bitte weg. Geht nicht weg, egal. Also, wo wollen wir hin? Wir wollen in die Richtung. Bounce Pad ran. Pyramide. Ja, das wollte ich jetzt nicht. So, zack. Markieren. Impuls ran. Scheiße, ich habe Spiel beendet. 250 Meter. Kacke. Wenn ihr seht, wenn ihr euch richtig hochbaut, jetzt habe ich Spiel beendet, ich Idiot. Wenn ihr das Spiel beendet, nicht wenn ihr Spiel beendet, wenn ihr euch ganz hochbaut, über 200 Meter. 250 Meter habe ich gerade erreicht, Alter. So, noch ein sehr, sehr kranker Trick, finde ich persönlich. Ihr lauft an, zack, baut einen Boden, macht hier das vorderste Eck auf, müsst hier an die Ecke dann die Impuls werfen. Und ihr müsst hier so runterfallen gleich. Und dann im richtigen Timing muss die Impuls explodieren. Ich zeige euch das mal eben. Also zack, 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 zack. Und dann seid ihr drin und dann könnt ihr ihn kaputt schießen, Junge. Weg mit der Fliege. Kein Gegner gesehen. Also normal, ihr baut hier, zack. Macht es hier, macht so. Und dann seid ihr schon in der Box drin. Jetzt habe ich einen richtig kranken Trick. Also der ist krank. Kranker als krank. Also wenn es krank gäbe, dann würde es das Wort krank nicht mehr geben. So krank ist der Trick. Hier ist der Gegner drinne. Der Trick ist übel schwer. Muss zugeben, den habe ich mir auch gerade alleine ausgedacht. Hier ist der Gegner drinne. Ihr wirft hier eine Granate. Macht direkt einen Impuls. Und während ihr euch hochboostet, explodiert die Granate. Das war gerade schwach, was ich gemacht habe. Das war natürlich nicht gut getimed. Das muss man natürlich besser timen. Ich kann es jetzt gleich nochmal probieren. Ich weiß gar nicht, wie lange eine Granate zum Explodieren braucht. Ich zähle mal selber nach. Dann kann man es besser timen. Bei 3,5 ungefähr. Ungefähr. Bei 3,5 Sekunden explodiert die ungefähr. Also. 1, 2, 3. Das war clean. Das war clean. Guck mal, der Gegner baut. Aber in dem Moment, wo diese Shockwave explodiert, explodiert ja hier der ganze scheiß Kasten. Und in dem Moment explodiert auch hier die scheiß Granate. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr kanntet einige Tricks davon noch nicht. Wie immer, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Lasst auch einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich damit für heute. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüss, euer Kreese.